Eine der schönsten Erfahrungen, die ich hier erlebt habe, ist eigentlich, wie ich hier angekommen bin. Ich wurde total freundlich und aufgeschlossen empfangen. Und obwohl ich dann die kleine Neue war, hatte ich das Gefühl, dass man sich um mich kümmert und dass man mir mit Rat und Tat zur Seite steht, auch von oben. Wenn man einfach das Gefühl hatte, dass ein Patient sich aufgehoben gefühlt hat und dann vielleicht in Kombination mit noch, dass man was zum ersten Mal im OP selber machen durfte, das sind schon so die kleinen Glücksgefühle. Einmal so eine Geschichte halt von einem Patienten, das weiß ich noch. Ja, es war ein sehr, sehr netter Mann, der hatte leider einen sehr schweren Schlaganfall und da dann einfach wieder halt zu sehen hier im Haus, wie wir einfach dem Patienten wieder nach und nach Selbstständigkeit zurückgeben konnten. Und das war wirklich sehr schön zu sehen, einfach wie das Gehirn alles wieder neu lernen kann. Auch wir haben den Patienten von der Intensivstation übernommen. Zu dem Zeitpunkt war er bettlägerig und wir haben ihn so weit, ja, sag ich mal, aufgepäppelt, dass er eben dann am Ende, bevor er dann in eine Reha verlegt wurde, wirklich mit Begleitung über den Flur laufen konnte. Ich glaube, das sind viele, viele kleine. Natürlich gibt es immer wieder wirklich Highlights, auch in der tagtäglichen Patientenversorgung, wo man interagiert mit dem Patienten und da eigentlich immer jeden Tag, jede Situation, jeden Moment eigentlich eine Rückmeldung erlebt mit den Kollegen, mit dem pflegerischen Kollegen, mit den ärztlichen Kollegen, im gesamten interdisziplinären Team. Es gibt auch lustige Momente, man darf auch lachen. Ne? Pflege ist auch Leben, das ist tatsächlich so. Also das Schöne halt an dem Fach und generell am Arzt sein ist für mich halt, dass man Menschen helfen kann. Also dass es halt immer wieder auch Patienten gibt, die ziemlich krank sind, auch akut krank sind und die dann aber hier das Krankenhaus zu Fuß wieder verlassen können. Auch das ist ja nicht immer, es müssen ja nicht immer alte Menschen sein, es können ja auch mit 50-Jährige sein oder auch Anfang 60er, die fit aus dem Leben gerissen werden aufgrund einer akuten Erkrankung und wir das quasi so hinbekommen wieder, dass diese Menschen wieder nach Hause können. Auf der anderen Seite arbeite ich halt unglaublich gerne mit Menschen. Ist auch ein schönes Feedback, wenn man einfach mit Menschen arbeitet, wenn es denen besser geht, wenn man auch quasi gesagt bekommt, mir geht es besser, hier sind die Leute toll, die helfen mir. Wenn man sich auf den Patienten einlässt, ist eigentlich die Dankbarkeit der Patienten schon sehr, sehr groß. Das ist so ein klassischer Begriff in der Pflege, aber ich sehe es tatsächlich so. Und dass ich sehr professionell arbeiten kann und damit auch merke, dass ich wirksam am Patienten sein kann. Wirklich alte Patienten, manchmal mit dem Oberschenkel-Halsbruch, die dann da in der Einleitung sagen, Mädchen, wenn ich nicht wieder wach werde, ne, mach dir keine Sorgen, ich habe das Leben gelebt. Und dann sagen wir immer, nee. Also wir passen schon gut auf. Und wenn dann diese ältere Dame im Aufwachraum wieder aufwacht und einen anguckt und die Hand nimmt und sagt, danke, dann sehe ich meine Enkel doch wieder. Das ist ganz, also ich finde das ganz toll. Das rührt einen unglaublich. Man muss sich das ja so vorstellen, wir von der Anästhesie, wir sind die Ersten, die die Patienten zu sehen bekommen und auch die Letzten, weil wir die Patienten ja einschleusen und da merkt man halt auch irgendwann mal, man entwickelt halt so ein gewisses Gefühl, ob der Patient jetzt aufgeregt ist oder nicht. Und sobald man den Patienten am Monitor anschließt oder später nach der Operation im Aufwachraum fragt, wie denn alles gelaufen sei und wenn die dann sagen, vielen Dank, Sie haben mir die Nervosität genommen, das ist das Schönste. Während die Patienten schlafen, sind wir dann hellwach.